Vor vielen Jahren habe ich mal in einer PR-Agentur gearbeitet, einer Agentur für Öffentlichkeitsarbeit. Und ich hatte einen Chef, der wirklich sehr jähzornig war. Und eines Tages, kann ich mich erinnern, hat er mich wirklich zur Schnecke gemacht und angebrüllt, weil ich einen Zettel in einen Ordner falsch eingeordnet hatte. Und im Nachhinein weiß ich, dass mein damaliger Chef einfach eine zu heiße Leber hatte. Und ich hingegen, der Typ war für eine Leber-Qi-Stagnation, nämlich ich habe meinen Ärger immer runtergeschluckt, habe nicht reagiert, habe mich nicht gewehrt, habe so getan, als ob nichts wäre und hatte stattdessen Albträume. Auch Albträume gehören interessanterweise zur Leber. Und heute möchte ich einfach ein bisschen über diesen Zusammenhang erzählen, die Leber und die Wut und der Ärger und warum es jetzt gerade im Frühling auch besonders gut ist, wenn du da mal ein bisschen hinschaust. Wie gehst du mit Ärger um, mit Wut um? Schreib es mir auch gerne unten in die Kommentare, interessiert mich. Ist für mich auch ein Lebensthema, wie ich mit meinem Ärger und Wut umgehe. Und ich möchte einfach heute ein bisschen erzählen, wie sich das auf deine Leber überhaupt auswirkt und vielleicht schon den einen oder anderen Tipp mitgeben, wie du dich ein bisschen weniger ärgerst oder auf eine gesündere Art und Weise mit deinem Ärger umgehst. Also in der TCM ist die Emotion des Ärgers, der Wut, eben der Leber zugeordnet. Im Fünf-Elemente-System hat jedes Organ seine Emotion und diese Emotion schadet dem entsprechenden Organ, wenn wir sie im Übermaß ausleben. Also das ist ganz wichtig, keine Emotion, kein Gefühl ist schlecht oder falsch. Alle haben ihren Sinn, auch der Ärger hat seinen Sinn und kann uns wichtige Hinweise geben. Nur wenn wir es übertreiben damit, also wenn wir ebenso wie mein damaliger Chef ständig Wutanfälle haben, herumschreien und so weiter, dann kann uns das Schaden zufügen, nämlich in dem Fall der Leber Schaden. Und im Gegensatz dazu, wenn wir es immer runterschlucken und wenn wir es wegdrängen, wenn wir es verdrängen. Vielleicht kennst du auch so Menschen, die sagen, ach, ich ärgere mich nie, und die auch so wirken, als ob sie sich nie ärgern würden und die es vielleicht gar nicht mal merken. Das ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass sie ziemlich viel verdrängen. Ich mag nicht absprechen, dass es Menschen gibt, die sich gar nicht ärgern, aber normalerweise hat man ja bestimmte Anlässe und dann ist es auch gesund, sich zu ärgern. Es ist auch gesund, sich zu ärgern. Man muss nur aufpassen mit dem Maß. Also weder in die eine Richtung komplett verdrängen, runterschlucken, noch in die andere Richtung komplett stark ausleben und übertreiben mit so Anfällen. Und ja, was macht das jetzt mit der Leber? Also wenn wir Ärger zum Beispiel regelmäßig runterschlucken und eben überhaupt nicht verarbeiten, dann führt das zu einer Leber-Qi-Stagnation. Das heißt, das Qi stagniert, das Qi kann nicht frei fließen. Qi ist die Lebensenergie, die immer durch unseren Körper fließen muss, damit wir gesund sind. Und wenn es eben stockt, wenn es stagniert, dann kommt es über früher oder später zu verschiedenen Beschwerden wie Verdauungsprobleme, Verstopfung, Blähungen, Bauchschmerzen, aber auch zum Beispiel zu Bluthochdruck und anderen Beschwerden. Die Augen sind auch typisch für Leberbeschwerden, also Probleme mit den Augen, Augenentzündungen etc. Und ja, einiges anderes. Das heißt, das Qi soll immer frei fließen und die Energie, die durch den Körper geht, das sind eben auch unsere Emotionen. Also auch unsere Gefühle sind nichts anderes als Qi, das durch den Körper fließt. Wenn du mal hinspürst, wenn du dich ärgerst oder eine andere Emotion hast, wie traurig sein oder Angst oder Sorgen machen, du spürst im Körper vielleicht einen Knoten im Bauch, einen Knopf im Bauch oder du spürst dein Herz stark klopfen. Beim Ärger, bei der Wut haben wir oft einen heißen Kopf, weil Ärger ist eine Emotion, die Hitze macht. Das heißt, wenn wir es runterschlucken, führt es zu Leber-Qi-Stagnation. Wenn wir es insgesamt führt Ärger zu Hitze und je stärker wir es ausleben, also wenn wir dann brüllen und uns voll reinsteigern, dann kommt noch mehr Hitze. Und das merken wir zum Beispiel dann an einem roten Kopf, an einem heißen Kopf, Kopfschmerzen, andere Probleme können auftreten. Und wenn die Leber auf Dauer zu heiß wird, dann ist das Typische, dass wir dann einen zu hohen Blutdruck bekommen und andere Probleme, andere Beschwerden und auch schwerere Krankheiten. Also Leberhitze ist etwas, was wir eher vermeiden wollen mit der TCM-Ernährung auch. Da gibt es viele tolle Tipps. Und ja, das soweit zum Ärger. Ich habe inzwischen gelernt in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass ich anders mit meinem Ärger umgehe, nämlich, dass ich reinspüre, aha, Ärger,
okay, wo spüre ich denn im Körper? Und zuerst mal in mich hineingehe, bevor ich zu dem anderen was sage. Das heißt, der Tipp ist eben, einer der ersten Tipps ist einfach, dass du, wenn du spürst, dass du dich über jemanden ärgerst oder über etwas ärgerst, dass du nicht sofort sozusagen das rauslässt und den anderen angehst, sondern dass du zuerst mal reinspürst, aha, Ärger, ein paar Mal tief atmen, den Ärger spüren und dann dich zuerst mal selber beruhigen und dann erst mit dem anderen sprechen oder das Problem angehen und dann in einer ruhigeren Art das lösen zu probieren. Und einfach zu wissen, dass der Ärger im Endeffekt nur dir selber schadet, weil er in deinem Körper sozusagen verschiedene Dinge macht. Dem anderen schadet den Ärger nicht. Das heißt, gerade Ärger, den wir immer runterschlucken und der dann irgendwann zu Groll wird, der ist nach TCM und auch anderen Richtungen, ist es sehr schädlich für deine Gesundheit. Ich möchte noch ein schönes Sprichwort mitgeben aus der TCM. Ärger ist wie Gift, das du schluckst und wartest, dass der andere davon stirbt. Oder Groll, das stimmt eigentlich eher für Groll. Aber prinzipiell, so kannst du mal versuchen, deinen Ärger für dich zu spüren, nicht dagegen anzukämpfen, nicht böse auf dich zu sein, weil du dich ärgerst, sondern einfach, aha, da ist Ärger interessant. Aha, mein Herz klopft schneller, mein Bauch fühlt sich komisch an, mein Kopf ist heiß, was auch immer. Und dann ein bisschen atmen und beobachten, was das mit deinem Ärger macht, wenn du das tust. Einfach ihn da sein lassen, ihn spüren, ihn annehmen und dann aber auch weiterziehen lassen. Und dann versuchen mit einem klaren, kühlen Kopf das Problem zu lösen, warum du dich geärgert hast und zu überlegen, was dahinter steckt. Oft stecken andere Dinge dahinter, wie unerfüllte Bedürfnisse. Wenn dich das Thema mehr interessiert, dann lade ich dich herzlich ein, jetzt zu meinem Online-Programm zum Trust Your Body zu kommen, weil ich Ende März im Trust Your Body einen Bonus-Workshop zu dem Thema mache. Zum Thema Ärger, wie man sich weniger ärgert, was auch der Sinn von Ärger ist. Und da schauen wir uns das im Detail an. Ich blende den Link ein zum Trust Your Body. Trust Your Body ist ein 3 Monate langes Online-Programm zum Finden deiner typgerechten Ernährung nach der traditionellen chinesischen Medizin. Und es gibt eben jeden Monat neue Bonus-Workshops zu verschiedenen Themen. Und im März ist eben das Thema Ärger. Im April machen wir dann Yoga Nidra für die Leber. Yoga Nidra ist eine sehr tiefe, tiefgehende Entspannungsmethode. Speziell auf die Leber abgestimmt, machen wir im April im Bonus-Workshop und im Mai ist dann das Thema nachhaltig abnehmen mit der TCM, mit Achtsamkeit. Also, wenn dich die Ernährung nach TCM interessiert, du tiefer eintauchen willst und du auch mit diesen Themen dich beschäftigen willst näher, dann lade ich dich herzlich ein zum Trust Your Body. Ich blende den Link ein und schreib mir gerne in die Kommentare, wie es dir mit dem Thema Ärger und Wut geht. Interessiert mich sehr. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.